Okay, wie es aussieht, sind wir jetzt auf auf einem anderen Teil der Map gelandet. Und ich sehe gerade, über der Tür ist auch wieder eins von diesen Augen. Es ist aber nicht aktiviert. Und hier ist so eine riesige lange Treppe. Ich habe hier gerade ein bisschen Angst, dass ich hier runterfallen könnte. Wollen wir zuerst hier rein oder die Treppe weiter hoch? Ich glaube, wir müssen zuerst hier rein. Wo geht's denn hier hin? Okay. Zäpfchen, Zäpfchen, komm her. Ich will dich lieben, Arm. Ich will dich lieben. Ich hab dich lieb und. Huch. Was war das denn? Okay. Irgendwas hat da gerade eben. Irgendwas war da gerade im Schrank gewesen. Ich. War das gerade eine Tür gewesen? Ich habe keine Ahnung. Hä? Schon wieder? Warum? Hä? Okay. Ich blicke es nicht. Ich blicke es nicht. So, können wir hier irgendwas machen? Guck mal, hier ist eine Tasse, die können wir runterwerfen. Oh, die geht sogar kaputt. Cool. Hier, können wir hier speichern? Ist das eine Lampe? Hier können wir speichern. Alles klar. Gut, 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 gut. Gut. So, nicht in die Scherben treten. Hier können wir wahrscheinlich nochmal hochgehen. Nein, du. Ach, schieb dir das Teil schon wieder rein, ey. Okay, es klemmt schon wieder, natürlich. Hier klemmt's auch. Also hier kommen wir auf jeden Fall durch. So viel ist schon mal sicher. Das ging immer auf, als wir hier hinten irgendwie waren, ne? Ist hier irgendwie Bewegungsmelder oder so? Oh! Ach so, die Fliese da auf dem Boden. Ich bin auch doof, Alter. Dann ist da auch schon so ein schwarzer Fleck und ich sehe es einfach nicht, wenn ich da rüberlaufe. Ja, ich verstehe schon alles klar, den Stuhl jetzt wahrscheinlich dahin ziehen, ne? Warum muss ich auch. Übersieht man schnell. Übersieht man schnell. Das Problem ist einfach, ich bin jetzt ja hier nicht einfach nur am Spielen, ne? Ich muss mich auch noch ein bisschen aufs Kommentieren konzentrieren und so. Und dann siehst du das manchmal echt nicht. Ich weiß, sind eh alles nur Ausreden. So. Aha. Ich ahne es. Ich ahne es, glaube ich, schon, was das hier ist. Kann ich irgendwas machen? Ich will darauf drücken. Hab ich's doch gewusst. Das sind Kameras. Kann ich nochmal irgendwie und dann die Perspektive wechseln? Ach, wie geil ist das denn? Das sind wirklich also so eine Kameras, womit man hier über alles ein bisschen überwachen kann. Da sind die Zäpfchen. Wo die genau sind, weiß ich nicht. Bitte was? Was ist denn das? Was ist das denn? Also, ich habe den bis jetzt nur so auf ein paar Bildern gesehen, aber ich glaube, dass das war das nicht irgendwie ein Koch gewesen oder sowas? Der schnarcht auch, Alter. Naja, gut. Sonst noch irgendwas? Hier ist eine komische Treppe. Das sieht mir aber sehr nach. Das passt aber irgendwie nicht so ganz ins Setting. Und wenn man mal hinhört, ich glaube, da singt jemand, oder? Singt da jemand? Nee, da macht jemand Musik. Das ist bestimmt die Omi aus Resident Evil. So, nochmal drücken. Es singt doch jemand. Ist bestimmt die Omi aus Resident Evil in jüngeren Jahren. 100%. Ach du Scheiße. Okay, das war es dann wohl gewesen mit der TV-Show. Promi Big Brother. Ich höre die ganze Zeit irgendwo noch ein Zäpfchen. Ich will den knuddeln. Da hinten ist er, glaube ich. Lass dich knuddeln. Wo ist er denn hin? Ist er hier in der Ecke? Wo ist er denn hin? Ist er rausgelaufen? Ich will den Mann. Lass dich knuddeln. Nee, mal im Ernst, wo ist er jetzt hingelaufen? Hä? Bin ich jetzt deppert? Ich will den haben, ich will den haben, ich will.
Weil ich denke mal, wir kriegen bestimmt auch irgendwas dafür vielleicht. Ist er hier hinten in der Ecke? Nee. Hä, wo ist der? Irgendwo ist er jetzt hingerannt, aber ich habe keine Ahnung wo. Hm, okay, komm. Wir machen einfach mal weiter. Wir gehen einfach mal weiter. Hier auf der linken Seite geht ja noch die Treppe hoch. Ja. Ach, hier ist der. Ah, okay. Der hat auf uns gewartet. Er hat auf uns gewartet, um weiter wegzulaufen. So. Aber jemand muss ja anscheinend auch, also die Treppen, die wurden ja anscheinend extra für unsere Größe angefertigt, beziehungsweise eben halt für diese anderen, ne? Aber warum werden die hier gefangen genommen? Warum? Und hier ist Zäpfchen. Komm, lass sie knuddeln. Ja, knuddeln, nuddeln, nuddeln, buddeln. Und jetzt macht uns bestimmt wieder alles nach, ne? Oh, ich finde die so knuddelig. Ich mach mal irgendwann nochmal so T-Shirts, wo dann drauf steht, knuddel das Zäpfchen. Oder, keine Ahnung, irgendwas mit diesen Dingern da drauf. So. Na, komm, einmal rein da. Okay, wir scheinen hier irgendwie wohl auf einem WC gelandet zu sein. Also nicht direkt auf dem WC, aber auf jeden Fall in einem Badezimmer. Guck mal, und hier ist nun eine Art Geheimgang, der nicht so ganz geheim ist. So, Alter, was sind das denn für Bilder da? Was? Das Bild oben rechts. Was ist das? Was ist das? Das sieht aus wie so ein Arsch, wo jemand eine Nase zwischen die Arschbacken gestopft hat. Und dann noch so zwei Arschpickel, die aussehen wie Augen. Sieht mir irgendwie so verdächtig aus. Gibt das irgendwas, wenn wir... Okay, das sah mir irgendwie danach aus, als ob wir da irgendwas bekommen für, wenn wir das kaputt machen. So, hier ist ein Schloss. Okay, und wir müssen höchstwahrscheinlich den Schlüssel finden. Hier sind noch ein paar Puschen, ein paar Latschen. Und hier ist ein Hebel, aber da kommen wir da ran? Ne, da kommen wir nicht ran. Okay, alles klar. Der Koffer vielleicht. Können wir den ziehen? Geht das? Den können wir in Tatsache ziehen. Natürlich, die Pusche ist im Weg. Natürlich. Klar doch. Seid ihr eigentlich so mehr der Hausschuhmensch oder doch der Sockenmensch? Also ich laufe ja immer auf Socken durch die Gegend. Wieder so unnötige Fragen hier. Schreibt es mal in die Kommentare. Ich finde, barfuß ist das immer eklig. Barfuß auf Fliesen, Alter. Finde ich mega widerlich. Und dann spürst du das immer, wenn da mal Dreck auf den Fliesen ist. Dann hast du das immer alles schön am Fuß kleben. Vor allen Dingen, wenn du dann morgens aufstehst, ne? Füße sind noch so halb verschwitzt und so, ne? Und dann klebt das da alles unten dran. Hast du überall so schwarze Körner da kleben. Mh, lecker. Okay. Oh, was? Ich hab grad... Nee, ich krieg hier gerade ein bisschen Bammel. Versteck mich mal eben. Das hat sich nicht gesund angehört. Ich habe da irgendwas poltern gehört. Aber wie es aussieht, kommt hier niemand, glaube ich. Hoffe ich mal. Ach du Kacke. Scheint ein recht weiches Bett zu sein. Hier können wir doch... Ja, alles klar, hier können wir hochklettern. Und hier links... Hier links liegt auch schon der Schlüssel. Okay, da müssen wir jetzt nur noch hinkommen. Frage ist jetzt, können wir da eigentlich direkt hinspringen? Geht das? Nee, ich glaube nicht. Okay, wir müssen erstmal ein bisschen weiter nach oben. Und guck mal, hier hat aber auch jemand Bilder von den Zäpfchen hängen. Mehrere sogar. Ein Bild von diesem komischen Koch? Hm. Und hier ist ein Bild von diesen komischen Typen, den wir vorhin ja schon gesehen haben. Wobei, ich glaube, das müsste in der letzten Folge gewesen sein.
Nicht so laut, nicht so laut. So, ich nehme den Schlüssel. Einmal aufs Bett drauf. So. Nochmal den Schlüssel aufheben. Und jetzt können wir sicherlich das Schloss aufmachen. Wobei ich mich... Warte, ich lege den nochmal ganz kurz hier ab. Ich will mich nochmal ganz kurz ein wenig umschauen. Ist hier vielleicht noch irgendwas? Können wir irgendwie die Klospülung betätigen? Ich glaube aber nicht. Aber wir können hier raufklettern. Können wir hier den Schrank hier auch hoch? Hier können wir auch hoch, alles klar. Oh, ich dachte gerade, da steht jemand, Alter, und... Ich meine, da hängt jemand. Witt. Ich weiß jetzt nicht, ob wir hier weiter... Ich glaube nicht, ich denke mal, das ist einfach nur zum Hochklettern als so kleines Easter Egg gedacht. Ich gehe mal wieder runter. Ich will mich nicht in Dinge einmischen, die mir nichts angehen, ja? So, Schlüssel. Komme ich eigentlich... Komme ich hier irgendwie... Ah, ja, ich glaube, den muss ich hier hochwerfen. Warte mal. So. Ah, alles klar. So, und dann hier einmal genau rein da, rumdrehen, Schloss ist auf. Perfekt. Wo eine schwere Tür. Dieser Affe da unten, ne? Ich trau den nicht. Ich trau dem Affen nicht. Ich glaube, der wird uns noch Probleme machen. Ich werde jetzt einen großen Bogen um ihn machen, im wahrsten Sinne des Wortes. Da oben ist ein Knopf und... Ja, toll. Ich muss den, glaube ich, benutzen, ne? Ja, sauber. Gleich beim... Oh, nee, der macht Krach. Der macht Krach. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, wenn er Krach macht. Ein Fahrstuhl. Ah, jetzt müssen wir... Okay. Wir müssen den nochmal kurz mitnehmen. Ich finde die Dinger voll gruselig. Auch so ein Horrorfilm. Weißt du, wenn die da irgendwo im Dunkeln sitzen, ne? Mit leuchtend roten Augen und dann... Ja, das war... Und aus diesem Grund spiele ich keinen Fußball. Gott, jetzt wenig mit Fußbällen zu tun und noch wenig mit Füßen, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Ja, ihr merkt schon es. So, jetzt aber. Kann ich das hier aufmachen? So, hier geht's dann also weiter. Ratte! Kann ich die Ratten auch kuscheln? Das wäre cool. Hat sie schon wieder Hunger? Alter, du hast eben erst ein fettes Steak verdrückt. Was ist denn mit der los? Ich habe Angst, dass ich jetzt hier wegfliege, wenn ich jetzt... Was passiert eigentlich, wenn ich da reinspringe? Also ich denke, wir werden auf jeden Fall sterben, aber ich würde die Todessequenz gerne mal sehen. Mal ohne Scheiß. Ich lasse es mal lieber. Ich habe Angst, weil ich nicht gespeichert habe, dass ich irgendwo am anderen Ende der Welt dann irgendwie... Oh, die hat schon wieder Hunger, Alter. Was muss die denn alles verdrücken, damit die mal satt ist? Die hat ein Stück Fleisch verdrückt, was so groß ist wie ihr Kopf, Alter. Oh, nee. Und die Musik. Nein. Das ist doch 100% eine Falle, oder? Das ist doch 100%. Und Alter, da hängen Ratten. Warum hängen da Ratten an der Decke? Wir haben auf ihn... Alter, das ist eine Falle. Das ist 100% eine Falle. Aber das Problem ist einfach, wir werden verrecken, wenn wir jetzt nichts essen. Das ist einfach die Sache. Okay, weißt du was? Komm, scheiß drauf.
Wir müssen einfach. Komm, raus. Es ist doch nicht da drinne. Schnapp es doch und geh doch raus. Wir sind gefickt. Wir sind sowas von gefickt.